Das Gute ist, je mehr die aufsteigen, desto mehr konsumieren die auch. So, ganz kurz mal was gucken. Hier gehört uns alles. Und hier... jetzt auch. Ich bitte euch, bedenkt, welche Schande über mich hereinbrechen würde. Ja, gut, Schande. Schande, Schmande. Ich traue Ihnen trotzdem nicht über den Weg. Ernsthaft. Flaggschiff steht zu Diensten. Wo zum Teufel? Ich hoffe, ich schaffe das noch in 5 Minuten. Oh, das darf nicht wahr sein. Ich muss also 2-mal da draufklicken, damit ich es finde. Scheiße. Bitte sag mir, bitte sag mir, dass 4 Minuten reichen. Sie ist klein, aber oho. Schwimmt die da jetzt hin oder nicht? Leck mich am Arsch, ey. Ich habe das ganze Umfeld abgesucht, da war nix. Oder ich habe es nicht gesehen, aber ich habe halt wirklich geguckt und da war nix. So, Brot. Das waren nur 3 Felder. Wir haben jetzt 6 Felder in der Reihe. Das heißt, wir verdoppeln die Brotproduktion. Kommt hier von irgendwo ein Schiffchen an? Der Falke ist bereit. Die Butterblume. Segel! So. Wir haben bestimmt gerade Gegenwind, ne? Ich sehe gerade nicht. Ja, wir segeln gerade nicht mit dem Wind. 2 Minuten 40. Ja, das schaffe ich nicht mehr. Die Butterblume war jetzt nur zufällig da. Vom Stapel gelaufen. Das schaffe ich nicht mehr. Oh Gott. Wenn die mich denn unter Beschuss. Wenn die mich deswegen angreift, ganz ehrlich, wie gesagt. Boah, das ärgert mich. Ich wusste nicht, dass man da 2-mal draufklicken kann. Vielleicht wusste ich es und hab's wieder vergessen, aber... Koordinaten gesetzt. Dann mal los. So, Falke, alles klar. Piff, puff. Ah. Fenster, na immerhin etwas. Was ist hiermit? Ah ja, wir brauchen ja... Wir brauchen... werden dir folgen. Ja, viel Spaß. Ja, die Spanten brechen. Hä? Ein Schiff wurde zerstört. Ich weiß auch nicht mehr welches. Kein Handelsschiff, also wahrscheinlich irgendwas Kleines. Einsatzbereit. So, Wurst, und wir brauchen hier immer noch Klamotten. Spielstand gespeichert. Ja, ich freue mich. Oh, das ärgert mich gerade so mit dem Treibgut. Das ärgert mich gerade so immens einfach. Ich schaffe das halt nicht mehr, das da hinzubringen, ne? Wir helfen, wo wir können. Das grenzt an Erpressung. Sie ist klein, aber oho. Das ärgert mich gerade so sehr. Nee, ich bin da unten nur und ich muss da oben. All die sagenhaften Länder existieren wirklich. Kann auch nichts machen gerade. Erfolg unmöglich. Vielleicht weißt du noch nicht, was mit Leuten...
wie mich das ärgert. Oh Gott, Schiff wie mich das ärgert. Beschuss. Oh, ich dachte schon. Ich dachte... Hi. Oh nein, ein Wurstschoner. Jetzt Schiff geht's wieder los. Vom Stapel gelaufen. Ich probiere mal was. Ich verstecke mich mal hinter ihr. Koordinaten gesetzt. Die greift aber nicht an, offenbar. Segel setzen! Lass mich raten, ich kann hier oben auch keine Kanone bauen, ne? Quatsch, was mache ich denn hier? Arbeiter. Schiff unter Beschuss! Ja, doch! Oh, doch, das geht. Ah, der braucht ein bisschen, bis er geladen ist, glaube ich. Ungeachtet der Schäden, Admiral. Gut, dreht bei. Vielleicht auch noch ein Reparaturding hier oben hin. Vorsichtshalber. Kann ich so einen bauen? Hier einfach. Reparaturturm. Ja, das geht. Ja, wunderprächtig. Wir geben unser Bestes. So, Mondschatten kann den Kurs bald wieder aufnehmen. Da fehlt gerade ein Kanonenboot, glaube ich. Schiff unter Beschuss. Och, Alter. Ich jag euch jetzt einfach alle hoch. Ich werde langsam aggro. Schoner steht bereit. Habe ich Kanonenboot. Gebt ihnen alles, was wir haben. Hab leider nicht so viele Kanonenboote gerade. Aber ich glaube, ich mache hier mal. Ich stelle hier mal eine kleine Delegation Kanonenboote auf. Dass sie einfach da ein bisschen aufräumen. Alles völlig legal. Die haben wahrscheinlich mehr Kanonen, ne? Die haben 7 Kanonen, die haben 14 Kanonen. Also eigentlich wäre es vielleicht ganz gut, wenn Neue wir Befehle, Admiral. Die Fregatten da einfach mal abparken. Die haben, glaube ich, auch mehr Hitpoints. Ich stelle die einfach mal hier hin, weil hier lauern die Piraten mal gerne. Flotte bereit. Und jetzt segeln die wieder zurück in die Piratenbucht und die segeln hinterher und werden da zerstört. Oder der dreht bei. Nee, der dreht nicht bei. Was für doofe Manöver, die manchmal fahren. Ich glaube, die wollen jetzt zurückfahren. Die haben noch nicht genug. Okay, die wollen... Ja, das ist jetzt keine gute Idee, Freunde. Neue Ziele. Und jetzt verliere ich nämlich dadurch meinen eigentlichen Beschützerpakt, den ich da habe. Schwarze Flagge. Piratenmodus. Er erlaubt es, Schiffen anzugreifen, auch wenn diplomatisch gesehen kein Kriegszug... Stillgestanden. Schiff mündet noch immer im offenen Meer. Ich bin froh, dass du das so siehst. Wir haben schon alle Anteile. Wir haben schon alle Anteile. Bei ihr kann ich gerade nichts kaufen. Spielstand gespeichert. Oh, ich will mehr Anteile kaufen. Verdammt. So... Gifhorn braucht Schnaps. Einsatzbereit. Jetzt muss ich auf die Kanonenboote warten. Die Kanonenboote. Also Glas habe ich jetzt dafür genug. Ich könnte ein bisschen Glas nach Gifhorn liefern. Dann können die da vielleicht ein bisschen... Ich weiß nicht. Wollten die nicht auch was bauen mit Glas? Also vor allen Dingen hierfür, ne? Braucht man dafür nicht Glas? Wo ist denn die Enterprise gerade? Ich weiß nicht. Ah, die hatte zwei Begleitschiffe jetzt. Okay. Glas für Gifhorn. Die kommen zurück. Und wie sieht's hier aus? Das Ding ist auch schon wieder repariert. Ich ordne ihm gleich noch ein Kanonenboot zu, dann kann der weiter pieseln da.
Aber ich warte kurz, dass die beiden Kanonenboote zurückkommen, dann kann ich die direkt mal einsetzen. Und die beiden Fregatten hängen jetzt hier unten rum, ne? Neue Ziele? Aktive Verteidigung. Passive Verteidigung. Greift nur feindliche Ziele in seinem Angriffsradius an und kehrt, wenn sie das Gebiet verlassen. Nun gut. Okay, ich muss wahrscheinlich überhaupt passiv stellen, ne? Generalangriff. Ich mach mal hier. Passive Verteidigung. Eigentlich sind die dafür nicht unbedingt... Bereit. Admiral Kaulitz. So, dann lass mal gucken. Wir brauchen in Gifhorn gerade Schnaps. Deutschland liefert Schnappes. So. Schnappes. Guter Schnappes. Annehmen. So. Neue Befehle. Du begleitest mal dieses Schiff. Die andere Route. Gifhorn Wolters. Sind Klamotten. Kein Schnappes mehr. Klamotten. So. Gute Hoffnung. Es ist die gute Hoffnung. Und ich ahne schon was. Das sind alles Kanonenboote. Gute Hoffnung. Okay. Ich dachte, die wäre vielleicht voll mit Schnaps. Oh ja, wir brauchen hier unbedingt auch... Hier brauchen wir auch unbedingt noch eine Beladestelle. In Deutschland. Weil Deutschland ist der Hauptschnapslieferort. Da kann es schon mal Probleme geben. So, die Fische haben ja gerade eh nichts zu tun. Vielleicht kann ich dann hier mal... Ihre Stadt ist attraktiver geworden. Weil ich gerade die Fische abgerissen habe. Wir alles klar. Wo wir können. Klawutke. Der liefert jetzt 50 Klamotten ab, aber der müsste jetzt quasi... Der holt sich hier nichts ab. Genau, der liefert einfach nur ab. Ich könnte jetzt auf die Rückreise Schnaps mitnehmen, aber wie gesagt, das ist mir zu riskant, wenn das Lager da wieder vollläuft und das Boot hat wieder ganz andere. Dann habe ich lieber ein paar andere Boote oder ein paar mehr Boote fahren. Aber dafür funktionieren die Handelsrouten. Kartoschkas. Kondor. Kondor bringt Wurst. Kondor bringt Wurst nach Deutschland. Kondor. Jetzt einmal in ganz Deutschland. Okay. Prima. Die 50 Klamotten sind offenbar zu wenig. So, fehlt dir noch irgendwas anderes? Außer Bier natürlich. Ich glaube soweit nicht. Eine Schule würde noch... Ne, eine Schule wollen die wahrscheinlich noch haben. Bedürfnis hier gefragt. Gut, Klamotten sind es halt. Und Bier. Ansonsten kriegen wir Deutschland jetzt wieder auf Kurs. Wir kriegen Deutschland auf Kurs. Ei, ei! Die Enterprise wollte Glas holen, ne? Also Fenster. Ich nehme mal 100 Fenster. Man weiß ja nie. Und zwar nach Gifhorn. Bruder! Ist erstmal manuelle Lieferung. Wir können später natürlich andere Inseln noch komplett beliefern. Aber ich glaube, wir werden das Glas eh in Salzgitter irgendwann herstellen. Was ist denn hier wieder los? Okay, das ist ja egal. Kann nicht gelöscht werden, das Lager ist voll. Okay, das ist okay. Ich weiß sonst, ich mache diese ganzen Einzeltransporte, außer hier offenbar, weil ich sonst echt nicht weiß, wie ich mir das behelfen soll. Ich weiß nicht genau, wie der gewiefte Anno-Spieler das macht. Da bin ich vielleicht letzten Endes ein bisschen überfragt und noch nicht so genug drin. Okay. Aber ansonsten, 98 Wurst. Gut, 0 Schnaps, das wird sich gleich ändern, hoffe ich. Dann sind wir wieder zufriedener. Klamotten auch 147. Wir haben auf jeden Fall wieder Überproduktion. Da stimmt was nicht. Und das heißt, wir haben wieder ein bisschen Puffer nach oben. Weil wir werden nie genau auf dem Break-Even rauslaufen, dass wir immer genauso viel herstellen, wie wir brauchen, weil die Bedürfnisse ändern sich im Laufe der Zeit. Elitepartner.de. Hi. Ein Feuer ist ausgebrochen.
Habe ich noch eine zweite Feuerwehr hier irgendwo in der Nähe? Offenbar nicht. Ach, die sind aber schon da. Ja, gut, dass es natürlich wieder an so einer Dingensstraße ist, an so einer Billowstraße. Ah, die Feuerwehr von hier kommt auch. Okay. Die Arbeiterhäuser. Was ist denn los mit den Arbeitern? Ich dachte, das sind so feine Herrschaften. So, Freunde. Ich möchte jetzt nichts sagen, aber wollen wir nicht langsam mal eine Bierproduktion anleiern? Habt da so eine Idee, dass das vielleicht ganz gut wäre? Und dann können wir endlich mal weitermachen. Bier. Melzerei. Flammen wurden gelöscht. Biermelzerei. Hopfen braucht 1,30. Also brauchen wir Hopfen wesentlich mehr. Eins. Eine Melzerei für zwei Felder. Eine Tim-Melzerei. es ist einfach so traurig. Okay. Eins, zwei, drei. Okay, das muss ich ändern. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn. Eins, zwei, drei, vier, fünf. Eins, zwei, drei, vier, fünf. Zwei, drei, vier. Piu. So, prima. Und eigentlich müsste jetzt auch. Die Zeit vergeht wie im Fluge. Es sind bereits 10 Stunden. Übrigens gibt es kein Achievement für die längste Spielzeit am Stück. Ich gebe Ihnen mein Ehrenwort. Oh, ich hatte Anno im Hintergrund laufen, ne? Also ich nehme gerade 2 Stunden ungefähr auf. Ich nehme gerade 2 Stunden auf, nicht 10 Stunden. Ich hatte Anno im Hintergrund laufen. Ist nicht so, dass ich gerade hier durchsuchte. Ohne Felder? Das würde mir nie passieren. Die Waren stapeln sich hier. Nee, himmi. Wie geht's? Siehst du, geht ja doch alles. So. So. Ein Träumchen. Viele Besucher verkürzen ihren Aufenthalt in Stuckenbürstel. Ja, weil wir jetzt die ganzen Felder machen. Die finden Felder unattraktiv. Wie gesagt, ich wollte Stuckenbürstel ja eigentlich... Ne, ich wollte das Bier hier und so alles nicht herstellen. Das machen wir vielleicht irgendwann woanders. Ich weiß es nicht genau. Aber es wird halt Zeit. Es ist halt... Bier ist halt echt überfällig. So, für 2 Felder, ein so ein Ding. 1, 2, 3, 4, 5er Höhe. Achso, Hopfenplantage muss ich eh woanders machen, ne? Da, ich weiß noch nicht genau, wo ich das anbaue. Pff, ich weiß nicht, wo ich Hopfen anbaue. Hopfen muss dann wirklich aus dem Lagerhaus kommen. Und dann Brauerei. Spielstand gespeichert. Wir brauchen viel Hopfen. Also viele Hopfenfelder. Bier. 1 Minute. Pro Feld eine Brauerei. Die Brauerei ist wie groß? 1, 2, 3, 4 oder 1, 2, 3, 4, 5. Okay.